Ab dem Mauerbau werden alle Ostberliner U-Bahn-Fahrzeuge in der 1930 angelegten Großprofil-Betriebswerkstatt Friedrichsfelde unterhalten. Um die Kleinprofilwagen zu überführen, werden ausgediente A1-Wagen zu sogenannten Stromwagen umgebaut. Etliche ausgediente A1-Wagen verdienen sich als Stromwagen ihr Gnadenbrot. Charakteristisch für den Typ A1 sind die großen Lampen, die bei Umbauten oder Modernisierungen meist durch kleinere ersetzt wurden. In der Halle steht der Hilfszug der UBW Friedrichsfelde. Er entstand aus A2-Wagen. Heute leider verschrottet ist der G1-Prototyp, der hier im Oktober 1989 noch unterhalten wird. Auch in Ostberlin machte man sich in den 50er Jahren Gedanken über einen neuen Großprofiltyp. Nicht zuletzt, weil die UBW Friedrichsfelde 1945 alle, insgesamt 120 Großprofilwagen der Bauart C, als Reparationsleistung an die Moskauer Metro abgeben musste. Ende der 50er Jahre gab es zwar einen neuen Großprofil-Prototyp, doch dieser ging nie in Serie. Der Mauerbau machte etliche S-Bahn-Wagen entbehrlich, so dass sich die Verantwortlichen kurzfristig entschieden, S-Bahn-Wagen in U-Bahn-Wagen umzubauen. Ende 1962 lieferte das RAW Schöneweide die ersten Wagen der neuen Bauart E3 aus. Insgesamt 86 Trieb- und Beiwagen werden bis 1990 aus S-Bahn-Wagen umgebaut. Hier ein E3-5 der letzten Lieferserie im Bahnhof Tierpark, der seit Mitte 1973 als erster U-Bahnhofsneubau in Ost-Berlin in Betrieb ist. Die in den 80er Jahren entstandenen neuen Wohngebiete in den Ostberliner Stadtbezirken Kaulsdorf und Hellersdorf bringen die Verlängerung der Linie E nach Hönow. Ab 1. Juli 1988 fahren die Züge bis zum Bahnhof Elsterwerderer Platz und genau ein Jahr später bis nach Hönow. Einzigartig in Berlin ist der Bahnhof Wuhletal, wo an Richtungsbahnsteigen S-Bahn und U-Bahn halten. Ein direktes Umsteigen zu den U-Bahn-Zügen nach Hönow oder zur S-Bahn nach Mahlsdorf ist hier möglich. Für die nun 18 Kilometer lange Strecke benötigte die BVB dringend zusätzliche Fahrzeuge. Da die BVG im Westen mit Fahrzeugen gut bestückt war, konnten ab Frühjahr 1988 D-Wagen nach Ost-Berlin abgegeben werden. Bis 1989 gehen 98 Wagen der Typen D57 und 60 nach Ost-Berlin. Vor der Übergabe erhielten die D-Wagen eine Hauptuntersuchung und den damals in Ost-Berlin üblichen Anstrich. Hier erreicht ein Westler den Bahnhof Hönow.